Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Feed the Beast Inventions. Ja, es gab einen kleinen Unfall, wenn ihr euch jetzt mal mein Profil anguckt. Irgendwie ist mein Inventar gelöscht worden. Komplett alles. Alles weg. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Keine Ahnung. Und wann, weiß ich nicht, wann es passiert ist. Ich wollte irgendwann was abbauen und dann war alles leer. Ja, das ist mehr als doof. Denn jetzt müssen wir einfach alles, wirklich alles nochmal neu machen, was ich dabei hatte. Das ist Basecamp. Wir müssen uns also erstmal eine Rüstung besorgen. Ja, es ist echt doof. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. So, wir haben fluxierende Barren haben wir noch da. Das heißt, wir können noch meine Rüstung noch mal nachbauen. Blödsinn. So? Nee, so. Nee, so. Was? Wieso geht's nicht? Ach so, die Dinger werden gebraucht. Okay. Ja, ich bin so ein bisschen geschockt gerade. Bin gerade echt geschockt. Weil ich nämlich auch gar nicht mehr weiß, was wir noch alles dabei hatten. Und vor allen Dingen das Schwert, was wir jetzt ziemlich aufwendig hergestellt haben. Alles weg. So, also ich habe hier zwar noch alle Werkzeuge nochmal auf Lager. Aber leider sind die halt alle unbeholfen. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie kann denn sowas passieren? Man, alles weg, die ganzen Rucksäcke und so, alles was wir dabei hatten, alles ist weg. Den hatten wir. Dann hatten wir den grauen. Dann hatten wir Fackeln dabei. Dann hatten wir Pfeile dabei. Dann hatten wir einen guten Bogen, so einen fluxierenden Bogen. Wir hatten so einen fluxierenden Bogen. Warte mal, die können aber auch vielleicht hier noch drin liegen. Fluxierender Bogen. Nee, ist kein fluxierender Bogen mehr drin. Flux. Der wird so gebaut. Und da fehlen uns diese Stangen zu. Sehen so aus. Und dann fehlt uns... Was fehlt uns dazu? Obsidianstab. Ja, machen wir gleich mal 64 Stück. Ja, das macht mich jetzt so ein bisschen betroffen gerade. Bau davon mal 3 Stück. Blöd. Alles ziemlich blöd. So, wir laden mal hier auf und hier drüben laden wir auch auf. So, jetzt müssen wir einfach erstmal Ardeit. Hatten wir auch noch dabei. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle Werkzeuge aus Ardeit. Dann brauchen wir noch Brot. Dann brauchen wir eine Konsole. Eine drahtlose Konsole. Ja, es ist ziemlich doof jetzt gerade. Drahtlose Konsole, die war dann hier für die Base und
Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das ist mir schleierhaft. So, das Jetpack werden wir nicht neu bauen. Das hasse ich nämlich. Gut, dass es weg ist. So, die Bögen legen wir einfach hier ins System. Es ist immer besser, wenn es im System liegt. Dann kann man es besser finden. So. Jetzt müssen wir natürlich alles hier... Ich weiß nicht, aber können wir jetzt die wenigstens hier... Können wir jetzt hier wenigstens... Ich muss die jetzt alle trainieren. Oh mein Gott, ey. Wie machen wir das denn? Scheiße. Müssten wir irgendwo hingehen, wo wir ganz viel abbauen können. Der Hammer hier wird sich automatisch updaten und so. Ah, Mann. Guckt mich auch noch am Auge. So. Wir müssen jetzt irgendwie alle Werkzeuge mal hier trainieren, damit die jetzt besser werden. Oh, Mann, das hält mich total auf. Das war gar nicht das, was ich machen wollte. Ich glaube, das machen wir einfach nebenbei. Wir machen das nebenbei. Was für ein Scheiß, ehrlich. Ich wollte eigentlich was ganz anderes mit euch bauen. Ich wollte so einen Braustand mit euch bauen. Wir gucken uns das jetzt trotzdem mal an. Braustand. Also, ich möchte einen automatischen Braustand bauen. Dafür brauchen wir diese Sachen. Wir brauchen Plastikfolie, Braustand. Wir brauchen Plastikröhrchen, Maschinenrahmen. Und, weiß nicht... Ist es da, gibt es da Unterschiede? Wir brauchen nur den Basismaschinenrahmen. Okay, pass auf, wir gehen erstmal nach oben. Machen wir dann, machen wir kein Rezept draus, oder? Nee, das lohnt sich nicht. Wir drücken mal hier drauf und gucken mal, was wir davon alles da haben. Wir haben alles da. Ich würde sagen, wir bauen mal 3 Stück. Oder 4. So, und die bauen wir hier drüben mal auf. Mann, ich kann euch gar nicht sagen, wie das mich jetzt gerade hier... Das macht mir gerade... Also ich habe gerade irgendwie echt schlechte Laune deswegen. Weil die ganzen Werkzeuge, die ich jetzt ewig lange hier eingestellt habe... Zum Kotzen. So, wir hängen mal hier 3... Also wir hängen hier alle 4 Braustände mal drunter. Ich habe die noch nie gebaut. Weiß nicht, was die machen. Oh, und die verbinden sich nicht. Achso, nee, die können sich nicht verbinden. Genau. So, wir gucken uns erstmal einen an. Wie sieht das Ganze aus? Automatischer Braustand. Kriegt schon mal Strom. Also hinten ist irgendwie gerade... Ah ja, hier, der Strom hat sich schon verbunden. Wir brauchen mal natürlich... Ich werde wahnsinnig. Gut, also... Erstmal hier... Einmal die Konsole durchziehen. Dann müssen wir die Konsole natürlich noch aufladen. So. Jetzt sollte sie funktionieren. Wir brauchen Import und Export. Export. Und Import. So. Und dann brauchen wir natürlich auch noch... Ah, das können wir gleich machen. Ich müsste hier was zum Draufsteigen haben, damit ich da... Oder... Exportbusse können wir vielleicht auch so dranhauen. So. So. Und so. Wir machen das mal ein. Wir gucken uns erstmal an, wie das Ganze angeschlossen wird. Was ist das hier? Sieht so ein bisschen komisch aus, oder? Oh, ich bin echt noch total geschockt. Echt. Kapazitätskarten.
mach erstmal einen Stand und dann gucken wir uns mal an. Kapazitätskarten machen wir zwei rein und ich hätte hier gerne noch eine Fertigungskarte drin. Fertigungskarte. So, dann nehmen wir die mal. Und zwar hauen wir die oben rein und sagen, beim Export gelagerte Items verwenden oder fertigen. Beim Export gelagerte Items nicht verwenden, Items nur fertigen. Das hier wollen wir haben. So, jetzt möchte ich hier gerne ein Glasfläschchen reinlegen. Wasserfläschchen meine ich. Wasserflasche. Wasserflasche, Wasserflasche, Wasserflasche. So, die wird so gecraftet. Die heißt Glasflasche. Glasflasche haben wir noch nicht auf Lager. Das heißt, wir müssen die erst nochmal einstellen. Gut, das kriegen wir aber hin. Wir nehmen mal hier Glas. Normales Glas. 1, 2, 3. Wasserfläschchen. So, wir machen mal auch gleich mal hier so ein bisschen Vorrat. Und wir nehmen uns einmal welche mit. Jetzt tun wir die hier ins Auto-Level. Quatsch, ins Auto-Level. In das Ding hier rein. Wir haben ja hinten diesen Auto-Befüller. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir... Müssen wir hier irgendwas einstellen? Den kann ich auch gar nicht anklicken. Der läuft, glaube ich, automatisch. So, wenn ich jetzt hier gerne Wasserfläschchen haben will. Ist da irgendwas eingestellt? Der ist nur angeschlossen, oder? Der ist nur angeschlossen. So, ich möchte jetzt gerne Wasserfläschchen haben. Das hier. Flüssigkeitstransposer. Das sind hier oben die. Und die haben aber bei mir alle schon irgendwas eingestellt. Ja. Wir bräuchten einen Flüssigkeitstransposer extra für Wasser. Nee, pass auf, ich mach das anders. Ich hole mir einfach jetzt ein Wasserfläschchen direkt aus dem System. So, wir gehen mal hier zu der Flüssigkeitskonsole und legen hier mal Fläschchen ein. Und dann nehmen wir Wasser. So, und das nehmen wir raus. So, das können wir wieder reinlegen. Ja, wie auch immer. So. Gut. Gut, jetzt möchte ich hier gerne Wasserfläschchen reinhauen. Oder kommen hier Flaschen rein? Pass auf, ich mache das mal so. Leg auch mal die Flasche hier rein. Ich weiß nicht so richtig, wie der bedient wird. Hier ist auch irgendwie das ganze Ding verschoben. So, wir wollen jetzt machen hier Brauscht. Wir wollen ja machen gerne Nachtsicht. Nachtsicht. So, die erstmal die normale Potion wollen wir machen. Die wird also gekraftet aus einem seltsamen Trank. Und hier, da brauchen wir Nässerwarzen und wir brauchen eine Wasserflasche. Dann kommt ein seltsamer Trank raus. Gut, dann müssen wir erstmal eine Nässerwarze uns besorgen. Die haben wir hier. Gut. Und die kommen wohin? Hier?
Das füllt sich jetzt hier. Na. Ah. War wahrscheinlich, weil wir jetzt das müssen wir anders machen. Wir müssen, wie können wir Wasserfläschchen automatisch herstellen lassen? Ich meine, die Wassereimer stellen wir ja auch nicht her. Die werden automatisch gecraftet, wenn wir die aufrufen. Aber wie sieht es denn mit Wasserfläschchen aus? Also das hier ist falsch. Wir brauchen hier eine Schnittstelle. Eine Schnittstelle brauchen wir hier. Und wir müssen da Rezepte drin speichern. So. Und zwar erstmal weg. Und zwar muss da... Warte, ich brauche erstmal die... Ich brauche erstmal eine Netzwerksonde. So, die legen wir uns mal dahin und jetzt muss ich hier mit der Netzwerksonde einmal hier unten das anklicken. Ich habe keinen Bock, dass das alles weggeht. Ich will nur hier unten das. So, da legen wir jetzt die Schnittstelle rein. Gut. Und jetzt testen wir mal, jetzt nehmen wir das mal raus. Wir machen mal ein Rezept für seltsame Tränke. Gut, dafür nehmen wir einmal das da und einmal das da und es kommt dann raus. Es kommt ein seltsamer Trank raus, eine Wasserflasche kommt rein, so, machen wir unser Rezept von. Und jetzt gucken wir uns das mal hier drüben an, da müsste jetzt irgendwie automatischer Braustand, da ist es schon, wir hauen das mal rein. Seltsamer Trank, gut. Jetzt will ich mal gucken, wenn ich jetzt hier seltsamer Trank aufrufe. Und ich sage, ich hätte davon gerne 20 Stück. So viel Wasserfläschchen haben wir nämlich nicht. Mal gucken, ob es klappt. Wir haben keine Netherwarzen und wir haben auch keine gefüllten Wasserflaschen. Also gut. Wenn wir das jetzt hier rausnehmen. So. Und... Die Nesserwarzen können wir schon mal reinlegen. Ne, es ist eigentlich schon gut so. Wir müssten jetzt nur gucken, dass Wasserfläschchen immer auf Lager sind. Aber wie wird denn dieser automatische Auffüller, wie wird denn der, ja, wie wird denn das gemacht? Wasserfläschchen, so... Ein Flüssigkeitstransposer. Müssten wir halt noch einen Flüssigkeitstransposer aufbauen, der uns die herstellt, oder? Wie geht's noch? Ja, brauchen wir noch einen Flüssigkeitstransposer. So. Und was fehlt? Die Kupferzahnräder fehlen. So, 64 Stück gemacht. Gut, dann nochmal das. So, und jetzt müssen wir hier Rahmen. So, da hätte ich gerne die guten Rahmen. Und wir machen gleich 3 Stück. Damit es sich auch lohnt. So, 3 Flüssigkeitstransposer. Da müssen wir mal gucken, dass wir da drüben vielleicht noch irgendwie, ob wir da noch Platz haben für Flüssigkeitstransposer. So, die laufen ja alle schon. Die werden ja auch versorgt. Die müssen ja 3 Anschlüsse haben. Das ist eine ganze Menge. Thank you.
Dann klemmen wir mal hier. Wie ist das hier oben? Ist ein... Was ist denn da oben drauf? Da ist eine Schnittstelle drauf, okay. Schnittstelle. Die klemmen wir da oben dran. Dann kommt ein Flüssigkeitstransposer. Hier unten kommt ein Importbus hin. Dann kommt an die Seite ein Exportbus, glaube ich, aber ein Flüssigkeitsexportbus. Flüssigkeitsexportbus, okay. Exportbus, Flüssigkeiten, haben wir noch einen. So, Moment mal. Ich muss niesen, aber jetzt geht es natürlich nicht, wo ich es gesagt habe. So, hellblaues Kabel. Hellblaues Kabel. So. Das hauen wir hier dran. Hier stellen wir schon mal Wasser ein. Hier machen wir mal 10 Stück. So. Gut. Hier nehmen wir mal Wasser ein. Jetzt müsste der sich eigentlich schon mit Wasser füllen. Nee, noch nicht. Weil der nämlich noch falsch eingestellt ist. Orange, daneben ist blau. Oben, da ist blau. Da ist orange. Und oben, ja, das weiß man nicht. Aber soweit können wir ja schon mal einstellen. So, das müssen wir auch noch einstellen. Dann machen wir hier die. Daneben ist orange. Unten ist. Nee, daneben ist blau. Unten ist orange. Das ist ausgeschaltet. Das ist ausgeschaltet. Und oben ist, glaube ich, blau für ein. Ja, rein. Halt. Rein halt. Gut. Was ist denn hier? Der ist nicht geschaltet. Das Kabel ist überlastet. Ah, scheiß. Weg. Mal. Da müssen wir mal... kleinen Moment. Ah, meine Brille, die drückt schon so auf die Nase. Sekunde. Ah. Gut, jetzt haben wir hier natürlich das Problem. Wir haben ja hier noch Kanäle frei, aber wir müssten dann hier irgendwie nochmal Kanäle freihauen. Das geht nach da oben. Wir könnten natürlich hier... Genau, ich weiß, was wir machen. Pass auf, wir holen uns mal Ender. Die holen wir uns mal. Bauen wir hier ein bisschen um. Machen hier einmal nach unten, hier rüber. Und nach da. Dann hauen wir das weg. Und besorgen uns noch einen hellblauen... Ein hellblaues, dichtes Kabel. Eins. So, das hauen wir hier oben hin. So. Dann hauen wir das wieder weg hier. Und jetzt müsste sich das hier gut verbinden und müsste alles geschaltet werden. Jetzt komme ich natürlich hier nicht raus, weil das Kabel da im Weg ist. Mal weghauen. So, das müsste jetzt alles geschaltet sein. Das sieht sehr gut aus. Okay. Sind schon wieder alle 8 Kanäle belegt. Nicht schön. Aber so müsste es gehen. So, jetzt müssen wir das Rezept natürlich noch herstellen.
Wir gehen nochmal zurück hier und das Rezept machen wir noch, bevor die Folge heute zu Ende ist. Für das kleine Wasserfläschchen machen wir jetzt ein Rezept. So, wir gehen hier hoch und dann sagen wir hier, wir hätten gerne hier eine Wasserflasche. Und da vorne kommt eine leere Flasche rein. Das kommt raus und wir machen ein Rezept. Jetzt gehen wir hier rüber und dann haben wir hier Flüssigkeitstransposer. Hier oben, der ist leer. Der kriegt jetzt das. So, jetzt würde ich gerne mal 100 Fläschchen herstellen. Wasserfläschchen, 100 Stück. Und wir gucken mal nach, ob es funktioniert. Scheint zu funktionieren. So, jetzt wollen wir seltsamer Trank haben. Davon wollen wir 100 Stück haben. Und jetzt können wir es herstellen. Jetzt hat es funktioniert. Da wird automatisch aus dem Glas werden Fläschchen hergestellt. Ihr könnt natürlich gucken, dass wir Wasserfläschchen immer so im Auto-Level haben. Dass wir da mindestens mal so 1000 Stück von haben. Können wir uns ruhig leisten. Und dann geht das Ganze mit der Produktion auch schneller. Oder 100 reicht ja eigentlich auch, oder? Wir machen mal 200. Wir sollten ein Auto-Level. Wir sollten auch ein Haus bauen, wo Auto-Level noch drin ist. Hier in dieser Basis gibt es ja noch nicht. Das ist ja nur in der anderen Basis. Da ist ein Auto-Level, aber hier gibt es noch keinen. Und ich weiß noch nicht genau, wo wir das Ganze unterbringen können. Denn dafür brauchen wir sehr viele Kabel. Wir könnten hier Kabel runterführen in diese Etage. Könnten hier die Auto-Level laufen lassen. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Hier könnte man gut Auto-Level laufen lassen. Bitte gerne auf jeder Seite was laufen lassen. Das wäre ein neues Bauprojekt, was wir noch angehen können. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir müssen halt gucken, dass wir unsere ganze Ausrüstung wieder zusammenbekommen. Und gucken, dass wir natürlich hier irgendwie mal weiterkommen und so. Macht's mal gut für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.